So, ich fahre hier mal durch. Hallihallo, hallo, hallo. Ich bin die Box und das Mikrofon zugleich. Ich möchte mich heute insbesondere mal bei Nicolas Kempke, bedanken. Der hat das heute so echt unglaublich organisiert und auch kreativ und vor allem hat er richtig viel Forschung betrieben. Und das möchte er uns jetzt ganz gern, oder ich möchte, dass du das möchtest, kurz vorstellen. Und zwar diesen Zeitstrahl. Ich würde vorschlagen, wir alle laufen jetzt mal diesen Zeitstrahl ab, um einfach dann letztendlich in dem Friedensbereich zu landen, wo wir uns jetzt gerade befinden. Also folgen wir einfach mal dem Nicolas. Auch mal ganz kurz, vielleicht einen kurzen Applaus für Nicolas. Vielleicht. Also dann bitte alle mal dem Nicolas folgen und wir marschieren mal zusammen diesen Zeitstrahl ab. Ich danke euch. Prima. Um uns alle einzustimmen. Wir beginnen hier mit der Französischen Revolution und die Losungsworte. Einheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Wir haben hier vorgestellt, aber wir haben europäische Zitate von Leuten. Europa ist viel älter als die Französische Revolution. Starten wir 1517 mit Erasmus von Rotterdam, der vor 500 Jahren bereits sagte, die ganze Welt ist ein gemeinsames Vaterland. Süß ist der Kind, der unerfahren. Und in dieser Losung geht der Teil hier begonnen bei einer der Geburtsstunden der Europäischen Union, etwas verfrüht natürlich, starten wir hier und hier haben wir gleich die Revolutionskriege eingezeichnet. Also, hier sind die Revolutionskriege auf Frankreich und umliegende Länder beschritten, das ist diese Zeitspanne. Und wenn wir hier weiterschalten, das sind die Napoleonkriege und das ist Napoleon. Hier natürlich in Wien an, mit dem Wiener Kongress, da stehen wir hier und ja, so kann man jetzt gleich mit dem Zitat einwandeln. Wir haben hier eins von 1849 von Victor Hugo. Gehen wir mal zu diesem Land und zu dieser Zeit. Es wird der Tag kommen, an dem alle Nationen unseres Kontinents eine europäische Bruderschaft bilden. Es wird ein Tag kommen, an dem wir sehen werden, die Vereinigten Staaten von Amerika und die Vereinigten Staaten von Europa von Angesicht zu Angesicht ineinander die Hände reichen über den weiten Ozean. Jetzt stehen wir alle, egal ob wir das jetzt Vereinigte Staaten von Europa, Europäische Republik, hier mit Ulrike Gero, die in Krempfert und Nasse einen großen reichen Schriftsteller hat, Opponenten, die das für die Europäische Republik eintreten. Ja, und eben dieses Rote hier, all diese Kriege, ich habe vorher ganz profan mit Wikipedia-Listen gearbeitet, um die Kriege hinauszuschreiben. Wer erinnert sich an den zweiten Karlistenkrieg oder so? Irgendwo in Spanien 1860er Jahre. Haben wir vergessen. Natürlich kennen wir die großen Kriege, napoleonische Kriege. Hier vorne sehen wir den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da hier haben wir flächig gearbeitet, um einfach diese, der Erste Weltkrieg beispielsweise, sind ja die Schlafwandler, die alle hineingewandert, ja, wie Christopher Clark zu sagen pflegte, ein deutscher Geschichtswissenschaftler pflegte es, die Büchse der Pandora des 20. Jahrhunderts zu nennen. Als das gebrochen war, kam hier die große Menschheitskatastrophe, die in der Shoah geendet ist, wo von unserem Land hier aus, von Deutschland ausgehend, über 60 Millionen Menschen weltweit den Tod gefunden haben. Und dagegen, das finde ich so besonders schön, wir haben hier ein bisschen mit Sprühkreide experimentiert und haben uns hingeschaut. Aber das hier, diese Installation, ist von euch allen gebaut worden. Und guckt euch mal den Unterschied an. Hier, wir profanen Leute, die wir ein paar rote Striche auf die Linie gemacht haben. Und dann kommt das dabei raus, eine bunte, schöne Installation, eine... Ja, ich lese mal ein paar Zitate vor, die waren nicht vorgegeben, da habt ihr einfach sehr viel Hand angelegt. Das ist die Ever-Closer Union. Friedensprojekt Europa. Give peace a chance. Better together und insieme nationalism is alive. Das sind eure Losungen, die ihr hingeschrieben habt. Und dafür möchte ich mich total bedanken bei euch, dass ihr da selbst mitmacht. Wir alle sind Bürgerinnen Europas. Und wir alle, nur wenn wir zusammenarbeiten, kriegen wir es hin, dass diese rote Zeit, die dunkle Zeit hinter uns bleibt, sondern wir gemeinsam eine europäische Gemeinschaft bilden.
Und uns ist auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, hier sieht es erstmal aus wie ein Fehler, dass hier noch rote Striche sind. Das haben wir so gemacht, weil in der Europäischen Union seit 1945 oder in den Staaten der heutigen Europäischen Union kein Krieg stattgefunden hat, aber natürlich in Europa. Wir gucken nach Georgien, wir gucken jetzt in die Ukraine, wo Krieg herrscht. Wo, oder hier einfach vor die Haustüre, die ganzen 1990er Jahre war Krieg hier vor unserer Haustüre. Und da haben wir auch ein Zitat mitgebracht. Ich lese es mal kurz vor. Zu den Jugoslawienkriegen. Radmila Lacic brachte ihre leidvollen Erlebnisse am 2. Mai 1992 bei Sarajevo, einen knappen Monat nach Beginn der Belagerung der Stadt, durch die Armee der bosnischen Serben, Paramilitärs sowie der verbliebenen jugoslawischen Bundesarmee in einem Brief folgendermaßen zum Ausdruck. Es ist traurig, auch hier. Ich bin, scheinbar nur für einen Augenblick, aus der Stadt geflohen. Vor der Arbeit, vor dem Gerede vom Krieg, vor der Mobilisierung, dem Gerede von Plünderungen, Mord, von Einstürzen, vor dem Gerede von der Teuerung, vor der allgemeinen und der persönlichen Unsicherheit. Die Schuldigen sind bekannt, aber sie sind immer noch da. Die nationalen Führer. Wann haben sie sich als solche begriffen und sich dazu ernannt? Ihr einziges Ziel scheint es zu sein, ihr Volk, ihre Herde ins tiefe Wasser in einen Strudel zu treiben. Und nicht nur zu einer Furt oder über einen Steg. Und jetzt, da Sarajevo blutet, beschäftigen sie sich mit Malereien. Sie malen ethnische Landkarten. Und wenn sie mit dem Malen, Verzeihung, so, bitte, danke Chris, der Erde übergeben. In den Dörfern liegen die Häuser, Straßen, Gärten, alle voll Verwundeten. Doch sie sind nicht alle vom Schlachtfeld zu besorgen gewesen. Aussehen tun wir durch Staub und die Hitze wie die Räuber. Und das war während unserer aller Lebzeit. Wir haben noch ein paar jüngere Leute hier, aber das hat hier vor unserer Haustür stattgefunden. Und das ist so wichtig, dass wir jetzt auch den ehemaligen jugoslawischen Republiken eine Hand reichen, dass sie, gibt weiterhin viele Probleme, aber dass sie im europäischen Haus mit den europäischen Nachbarinnen zu Frieden gelangen. Und daran müssen wir alle arbeiten. Dann danke ich euch allen, die gekommen seid, gemeinsam daran zu arbeiten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Also wirklich der Hammer. Ganz großen Lob und Anerkennung. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Also nicht schlecht. Ich würde jetzt einfach noch mal ganz kurz fragen. Mag jemand noch irgendwas sagen? Vielleicht Gedanken dazu, was wir gerade erlebt haben? Irgendein Statement? Bitte. Hallo. Servus. Ich bin Frederik. Es ist super, dass ihr gerade geschaut habt. Ich glaube grundsätzlich, dass so kreative Protestformen sehr große Wirkung haben und deutlich mehr sind, als einfach nur gemeinsam auf die Straße zu gehen und irgendwie eine kleine Demo zu machen, sondern es wirklich wichtig ist, kreativ zu sein. Vielleicht ein bisschen was Kontroversielles zum Diskutieren. Also wir sind irgendwie alle für Europa und wollen mehr Europa und Frieden sowieso. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob das reicht oder ob es nicht doch die Diskussion auch eine Sonderveranstaltung sein sollte, welches Europa wir uns wünschen und wie dieses Europa ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich eine Frage, die sehr stark bei Pulse of Europe irgendwie in diesem Kreis immer ist. Ne? Man möchte nicht zu parteilich sein und so weiter. Und das gemeinsame, der gemeinsame Nenner ist Europa, mehr Europa. Aber ich finde, jetzt morgen wird in Mailand irgendwie die neue rechte Allianz ausgerufen für die Europawahlen. Und die tun jetzt aus, als wären sie für Europa. So, ne? Und das ist irgendwie, das Schwierige ist, nur Europa sehen jetzt viele irgendwie als Ziel, nur die einen wollen es halt irgendwie auf ein Europa der Vaterländer reduzieren und so weiter und wir wollen ja genau was anderes. Meiner Meinung nach ist es wichtig, das noch ein bisschen mehr mit Inhalt zu füllen. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte, ich engagiere mich für ein Bündnis, das heißt European May und wir stellen so einige Aktionen auf die Beine Anfang Mai in ganz Europa und was sehr hoffnungsvoll stimmt, ist, dass wirklich überall es kleine Initiativen gibt, so wie hier oder größere, und die sich zurzeit einsetzen, ganz junge Menschen bis hin zu älteren. Und
wir sind gerade dabei, so ein bisschen zu versuchen, die ein bisschen mehr zu vernetzen. Weil eigentlich gibt es nur viele Leute hier überall in Europa, die wirklich, die irgendwie das Herz am rechten Fleck haben oder am linken Fleck. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen hoffnungsvoller, als es medial und diskursiv und so manchmal den Anschein haben mag, glaube ich. Genau, falls da irgendjemand Lust hat, sich daran zu beteiligen, gerne sprechen. Ansonsten vielen Dank, Nick, an euch für diese schöne Idee und schönen Tag. Vielen Dank, Frederik. Genau, bitte, Jörg. Bitte? Achso, geht mir vor. Also nicht streiten ums Mikrofon, ja? Habt euch lieb, habt euch lieb. Okay, mein Name ist Nini. Viele von euch kennen mich schon. Viele neue Gesichter sind dabei. Ich bin seit 2 Jahren hier bei Pulse of Europe mit dabei. Es gab, glaube ich, keine einzige Demo, die ich ausgelassen habe. Und es ist aber das erste Mal, wo wir wirklich explizit über Frieden reden. Wir haben viel offene Mikrofon-Sessions gehabt und viel irgendwie mit Menschen diskutiert, so was wollt ihr eigentlich von der Zukunft Europas, aber es war mal wichtig, das mal wirklich hervorzuheben. Und ich bin eigentlich noch nie dazu gekommen, meine Geschichte dazu zu erzählen, weil ich eine der jungen Menschen bin, die in unserer Zeit noch einen Krieg erlebt haben. Bei mir ist es so, ich bin mit meiner Familie Anfang der 90er Jahre aus Georgien geflüchtet, wegen des Abchasien-Bürgerkriegs nach Ungarn. Und sind dann 7 Jahre in Ungarn geblieben und haben uns entschlossen, Ende der 90er Jahre, wo die Situation so ein bisschen abgeklungen ist, wieder in Georgien zurückzukehren. Und es war eine sehr schwierige Zeit, eine sehr korrupte Zeit und ich weiß nicht, vielleicht sind einige von euch auch dabei, die aus einem post-sowjetischen Land kommen, aber das ist eine ganz andere Welt gewesen für mich. Und auch das erste Mal so das Gefühl zu haben, wie es ist, so außerhalb Europas zu sein. Und dann bin ich aus Georgien wieder nach Deutschland gegangen, wo meine Eltern noch studiert haben. Und das war das erste Mal, wo ich dann gefühlt habe, wie die EU ist. Also, was bedeutet das? In einem Land zu leben, wo diese europäischen Werte gelebt werden. Und aus meinen Augen war es schon immer so, dass es mir irgendwie vorkam, dass alle anderen das so normal und so selbstverständlich sehen. Und in 2008 kam es dann dazu, dass wir das erste Mal, nachdem wir in Deutschland gelebt haben, wieder nach Georgien zurückgegangen sind. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir in August eingereist sind, ist der Krieg ausgebrochen. Und die Grenzen waren dicht, die Flughäfen waren dicht, man kam nicht mehr raus, man saß da erstmal fest. Meine Großmutter ist aus Südossetien und in Südossetien wurde in dem Sommer, quasi in den 5 Tagen, alles niedergebombt. Da ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben, die Menschen sind geflohen, es wurden russische Pässe verteilt. Derjenige, der einen russischen Pass hatte, durfte bleiben und wer nicht, musste gehen. Und es sind 250.000 Menschen, die innerhalb von Georgien in 2008 vertrieben worden sind in dem Jahr. Und ich hatte das Gefühl, dass es im Westen nicht so wirklich diskutiert wird, nicht so wirklich ankommt. Das war eigentlich das erste Mal, dass Georgien mal so richtig erschienen ist so auf der internationalen Medienfläche und wir hatten wahnsinnig viel Glück, dass wir das überlebt haben und es ist, ich weiß nicht, es ist ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man weiß, wie es ist, wenn Soldaten auf einen zukommen, wenn das Auto zerschossen wird, in dem man sitzt, wenn Bomben in einer Entfernung runterfliegen und das alles irgendwie zu überstehen und dann in die EU zurückzukommen, nach Deutschland. Sorry. Entschuldigung. Entschuldigung, normalerweise ist es nicht so schlimm. ja, es ist eben. Es ist einfach, es ist so schwer, den Menschen klarzumachen, was sie hier opfern. Wenn sie diesen rechten Weg einschlagen, wenn sie wieder die Grenzen aufbauen, wenn wieder alles zurückgeht, was wir aufgebaut haben. Und
Ich möchte das nicht. Das war auch einer der Gründe, wieso ich überhaupt 2017 angefangen habe mit all dem Zeug. Wieso wir jede Woche hier demonstriert haben. Weil es sehr schnell passieren kann, dass es wieder kommt. Dass es sehr schnell aus unserem Bewusstsein verschwindet, was wir haben. Und man sieht das alles als ganz normal. Und vorhin wurde auch gerade angesprochen, wieso reden wir nicht dafür, was für ein Europa wir uns wünschen. Natürlich müssen wir das machen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das hier nicht selbstverständlich ist und dass heute immer noch Menschen darunter leiden und dass heute immer noch Menschen in der Ukraine dafür sterben, für Freiheit und für Frieden und für Sicherheit und für diese europäischen Werte, die wir hier leben. Und die dürfen auch nicht in den Stich gelassen werden. Also danke, Nick, dass du das alles organisiert hast und dass du das so genau gemacht hast und recherchiert hast. Dass, du sprichst mir aus dem Herzen. Danke, Lili. Okay. Also, wir wollen alle ein Europa. Und welches ein Europa ist?